Hey Leute, heute geht es mir mal darum zu erklären, warum Bleiakkus im Winter sterben. Und zwar, ich hatte es schon des Öfteren, auch besonders in letzter Zeit, jetzt wo es wieder kalt wird, dass wenn ich mit dem Roller, beim Auto ist es ähnlich, aber wenn ich mit dem Roller den Roller abstelle, dann am nächsten Tag auf dem Roller aufsteige, wieder starten will, dass der Anlasser dann nicht mehr richtig dreht, dass die Batterie ziemlich zusammengebrochen ist und die Batterie den Strom für den Anlasser nicht mehr schafft. Jetzt habe ich mal die Nacht über in den Bleiakku nur 60 mA reingeladen. Also 10 Stunden lang 60 mA. Das waren gerade mal 600 mA, die ich in den Bleiakku nur über Nacht reingeladen habe. Habe dann mit dem Anlasser gestartet und zack, der dreht den Motor durch wie nix. Das ist echt Wahnsinn. Nur weil der Bleiakku mit 60 mA geladen wurde über Nacht. Und ich vermute mal, dass die Bleiakkus im Winter daher sterben, weil die kaum noch Ladung aufnehmen können, wenn die eiskalt sind. Also, und zwar beim Starten ist es ja so, der Anlasser und Licht und Zündung entlädt und beim Anlassen braucht es etwa 60 Ampere vom Bleiakku. Auf jeden Fall viel Strom. Und dann ladet die Lichtmaschine erstmal 1-2 Ampere rein, aber dann immer weniger. Und nach ein paar Minuten fließen nur noch 100 mA von Lichtmaschine zur Batterie. Gerade mal noch 100 mA, weil die Batterie nicht viel Ladung aufnehmen kann, weil in der Batterie die Vorgänge durch die Kälte ganz langsam arbeiten. Und dann dauert es ewig, bis der Bleiakku voll ist. Wenn ich also jetzt zum Einkaufen fahre, dann steige ich ein, lasse den Motor an, brauche viel Strom aus der Batterie, dann fahre ich 5 Minuten, dann bin ich beim Einkaufen, kaufe ich ein. Dann, wenn ich dann vom Einkaufen wieder einsteige und dann wieder Motor startet, dann geht es normalerweise, weil die Batterie ein bisschen geladen wurde, fahre nach Hause, da stelle ich das Auto wieder ab. Und dann, wenn ich am nächsten Tag wieder starten will, startet mir das nicht. Wenn ich allerdings die Nacht über nur 60 mA reingeladen hätte, würde ich starten. Das habe ich hier auch aufgeschrieben, Akku wird bei Kurzstrecken nie voll. Das heißt, er sulfatiert mit der Zeit. Die ganze Nacht, wo der Akku dann einfach nur steht, bei Kälte, sulfatiert der trotzdem und dadurch verliert er Kapazität, insbesondere wenn kalt. Dann Bleiakkus lassen sich nur sehr langsam laden bei Kälte. Dann dachte ich vielleicht Lithium-Akkus, aber Lithium-Akkus sind auch kälteempfindlich. Die Lösung ist dann nur Nickel-Akkus. Nickel-Akkus lassen sich auch bei Kälte gut Hochstrom laden. Also den Nickel-Cadmium-Akku, der ist noch besser. Nickel-Metallhydrid, also am besten wäre Nickel-Cadmium. Auch bei minus 15 Grad kann man den wirklich mit Hochstrom laden, also mit sehr hohem Strom laden. Und bei Nickel-Metallhydrid geht es auch, der funktioniert auch bei minus 15 Grad noch, den kann man da auch noch mit mehreren Ampere laden. Vorteil, die gehen aber auch nicht kaputt bei Tiefentladung, also nehmen auch Tiefentladen bei Kältegutladung an. Also die kann man einmal gut laden und selbst wenn die mal ganz leer wären, dann gehen die nicht kaputt. Ein Bleiakku, der ganz leer ist und rumsteht, der sulfatiert, verliert Kapazität. Den kann man dann kaum noch laden. Und da tut man sich schwer dann. Jetzt habe ich eine Lösung für das Problem ausgearbeitet. Dazu erstmal ein Bleiakku. Die Ladespannung, wie er im Auto geladen wird, ist 14 Volt. Wenn ich aufhöre zum Laden, die Ruhespannung liegt bei 12,7 Volt und die Leerlaufspannung, also wenn die Akku leer ist, bei 10,8. So. Dann dazu einen Nickel-Metallhydrid-Akku, die Ladespannung, man braucht 1,5 Volt zum Laden von dem Akku. Braucht man, sonst fließt kaum Strom rein. Die Ruhespannung nach dem Laden ist so 1,35 bis 1,4 Volt, 1,35 und wenn der Akku 1,2 Volt nur noch hat, dann ist er schon so gut wie leer. Weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn ich 1,2 Volt messe, dann ist weniger als 10% noch drin und man muss den Strom begrenzt laden. Laden Nickel-Metallhydrid an 14 Volt. Ich habe im Kfz-System 14 Volt, wo der Bleiakku geladen ist. 14 Volt durch 1,5, das wären 9,3 Zellen. Bei 9,3 Zellen habe ich aber kaum noch, wie soll ich sagen, da habe ich noch 0,3 Volt Spannungsreserve oder so. Daher besser 8 Zellen laden, 8 mal 1,5 wären 12 Volt. Nehmen wir also 8 Zellen. Jetzt gehen wir mal davon aus, der Motor ist an, das ist die Lichtmaschine, die liefert 14 Volt. Das lädt den Bleiakku. Lichtmaschine ist am Bleiakku dran. Das ist Standard. Einfach Lichtmaschine und Bleiakku. Der Bleiakku wird geladen. Jetzt kann der, wenn er eiskalt ist, bei 14 Volt allerdings nicht den kompletten Strom aufnehmen. Die Lichtmaschine bleibt bei 14 Volt, das heißt der Strom sinkt, der Akku wird nicht
voll geladen. Der wird zwar geladen, aber halt nicht ganz voll. Meine Idee ist jetzt, dann auch eine Ladeeinheit dazu zu machen, die erst bei 13,5 Volt aktiv wird. 13,5 bis 14 Volt. Also erst wenn die Spannung hier auf mindestens 13,5 Volt ist, wenn der Motor an ist, erst dann lädt das 8 Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Das sind 1,5 mal 8, das sind 12 Volt. Also man kann das locker laden, das muss nur detektieren, ist die Spannung hier kleiner oder größer als 13,5. Wenn die Spannung größer als 13,5, dann laden, ansonsten nicht. Soweit, so gut. Jetzt zu meiner Lösung. Wenn der Motor aus ist, dann bricht die Spannung hier zusammen auf 13 Volt oder auf 12,7. Das muss erkannt werden, die Ladeeinheit, die soll unter 13,5 einfach aus sein. Dann habe ich hier die Nickel-Metall-Hydrid-Akkus und da habe ich vor, dass ich die 8 Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, ein Step-Abwandler von den 10,4, also 1,3 mal 8 Volt, 1,3 Volt ist also Durchschnitt, von denen sind 10,4 Volt, die da anliegen. Also ich einen Step-Abwandler mache, der von 10,4 auf 13,2 Volt dann hochwandelt und 100 mA macht, nur 100 mA, 60 mA würden auch gehen, ich gehe mal von 100 mA aus, dann kann man einfach rechnen. Jetzt wenn ich 2000 mAh Akkus habe, also 2000 geteilt durch 100, dann würde der 20 Stunden lang den Bleiakku mit 100 mA laden. Das heißt, wenn der Motor aus ist, wenn ich beim Einkaufen bin oder wenn das Fahrzeug über Nacht steht, dann können die Nickel-Metall-Hydrid-Akkus den Bleiakku weiter laden. Und damit würden sie es schaffen, den Bleiakku wirklich voll zu laden. Dass er dann wenigstens nicht sulfatiert. Weil solange der Bleiakku geladen wird, sulfatiert er nicht. Weil die Spannung, die ist dann immer auf 13 Volt oder leicht darüber. Man muss allerdings die Ladeeinheit hier so einstellen, dass die jetzt nicht, also nicht, dass es im Kreis geht, das lädt den und das lädt die Akkus, sondern dass halt wirklich bei 13,5 Volt das aus ist, dass das da weniger als 10 mA vom Bleiakku zieht. Allerdings trotzdem halt die Nickel-Metall-Hydrid-Akkus mit 100 mA den Bleiakku laden können. Und damit hätte man das Problem umgangen. Das heißt, ich könnte dann fahren. Man könnte es ja so machen, dass man die Ladeeinheit, die Nickel-Metall-Hydrid-Akkus Temperatur überwacht, dass wenn der Motor an ist, dass man die 2000 mAh Akkus wirklich mit 2 Ampere lädt. Dann werden die in einer Stunde voll. Das heißt, wenn ich eine halbe Stunde quasi fahre, dann sind die schon halb voll. Oder wenn die Akkus ganz voll wären, wenn ich jetzt eine Stunde fahren würde, dann wird hier 2 Amperestunden gespeichert und die 2 Amperestunden werden dann nach und nach in den Bleiakku geladen, so wie die halt die Ladung auch annehmen kann. Und ich denke, damit wird das Problem dann behoben, dass der Bleiakku im Winter immer weiter sulfatiert und wirklich kaputt geht, wirklich zusammenbricht. Weil wenn dann das Auto steht und es immer kälter wird, sulfatiert der immer mehr und irgendwann reicht dann der Strom nicht mehr für den Anlasser. Und er wird auch nicht richtig geladen. Das Hauptproblem ist, dass er durch die Lichtmaschine, wenn der Bleiakku eiskalt ist, nur ganz schwer geladen wird. Der nimmt dann viel zu wenig Ladestrom auf. Der wird nicht mehr richtig voll, wird immer leerer. Und sulfatiert durch das Rumstehen dann immer mehr. Hauptsächlich durch das Rumstehen nachts in der Kälte fängt der an, richtig sich kaputt zu sulfatieren. Und mit dem Dauerladen mit kleinem Strom kann man den Sulfatieren auch entgegenwirken. Die Step-Abwandler, das sollte halt dann so sein, dass er die Spannung wirklich nur auf 13 Volt hält oder auf 13,2 und dann nicht unbedingt viel mehr in den Akku laden tut, sodass der Akku auch nicht erhöhten Verschleiß hat, dass die positiven Platten halt nicht korrodieren, aber trotzdem die negativen Platten vom Sulfat befreit werden. Also dass der ganz langsam desulfatiert. Es gibt zwar auch so Pulslader und so Sachen, aber ich weiß nicht, wie viel die bringen. Meine Idee ist halt einfach Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, weil die sind zyklenfest. Die kann man mindestens 1000 Mal komplett laden und entladen, ohne dass die kaputt gehen. Dass die, wenn der Motor an sind, mitgeladen werden. Und wenn der Motor aus ist, die den Bleiakku dann langsam laden. Und die Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, die kann man mit viel mehr Strom laden, bei Kälte als ein Bleiakku. Jo. Okay.